Wenn ihr bis jetzt nicht Stardew Valley gespielt habt, ist das euer Zeichen, das jetzt nachzuholen. Denn Stardew Valley hat ein riesiges Update bekommen. Und wenn ich von riesig spreche, dann meine ich das. Denn schaut euch das mal bitte an, was wir kostenlos alles bekommen haben. Ich möchte nochmal sagen, kostenlos. Es hört einfach nicht auf. Es ist wirklich insane. Und dementsprechend wollte ich einfach nochmal euch Stardew Valley ans Herz legen und mal ein bisschen darüber sprechen, was es so besonders macht. Generell Stardew Valley ist ein Spiel, was 2016 auf den Markt kam. Und das ist eine, wenn man so will, Lebenssimulation mit Farming. Eigentlich steht Farming im Vordergrund. Aber was dieser Farming-Sim so besonders macht, sind die Charaktere, die er dort trifft. Die sind tiefschichtig, die haben alle eine wirklich teilweise sehr bewegende Story. Und ihr lernt die Charaktere wirklich lieben. Ihr könnt sie übrigens auch heiraten, also lernt sie wirklich lieben. Zusätzlich ist das ganze Farming-System natürlich sehr gut und sehr ausgereift. Heißt, ihr könnt natürlich Nutzpflanzen nutzen, ihr könnt Tiere halten, ihr könnt in die Mine gehen, ihr könnt ein bisschen Steine sammeln und generell auch verschiedene Bereiche eben freischalten und neu entdecken. Stardew Valley bietet so viel, dass ich sagen muss, ich spiele es seit, ich weiß nicht wie lange, bestimmt schon über 100 Spielstunden muss ich über verschiedene Plattformen hinweg schon im Spiel haben, aber ich habe es nie durchgespielt. Denn immer wieder fange ich eine neue Farm an, weil ich denke, ach, warum sollte ich den alten Spielstand nochmal nutzen? Ich weiß nicht, in welchem Jahr ich bisher war. Ich glaube, das dritte Jahr war mein höchstes Jahr und dann habe ich nochmal neu angefangen. Und ich würde euch es jetzt auch raten, wenn ihr Stardew Valley gespielt habt bisher, lohnt sich jetzt mit dem neuen Update nochmal eine neue Farm anzufangen. Denn es gibt eine neue Farm, die Meatlow Farm. Und sie hat endlich mal einen Fokus auf Tiere. Ich finde das so cool, dass ihr mit einem Stall schon startet mit zwei Hühnern und diese Hühner legen sofort Eier. Heißt, ihr könnt dann auch, naja, sofort, ihr wisst schon, was ich meine, ihr könnt dann eben schon mit Tierprodukten wirklich Geld verdienen und ich finde das immer so ein bisschen doof, dass eigentlich in allen Farming-Sims so die Tiere meist so ausgeklammert sind, weil sie meistens nicht so viel Geld machen oder es kostet einfach zu viel Geld, dass man sich eigentlich nur auf die Nutzpflanzen wirklich konzentriert und mit dieser Farm ist es ein bisschen anders, deswegen freut mich das und generell, es gibt ein neues Festival, das Desert Festival, was dann quasi im Sommer spielt und die Wüste darstellt. Es sieht auf jeden Fall sehr cute aus. Ich habe es bisher nur bei anderen YouTubern gesehen und finde es sehr, sehr schön. Es gibt neue Fishing-Events im Sommer, aber auch im Winter. Ein neues Umwelt-Event und generell auch ein neues Skillsystem, was ihr freischaltet, wenn ihr das Spiel durch habt. Aber wie gesagt, es gibt so viel. Es gibt neue Dialoge. Es gibt einen neuen Bookseller, wo ihr Bücher zum Freischalten bekommt, womit ihr beispielsweise euch schneller bewegen könnt, etc. Ist natürlich elendig teuer, aber gut. Ihr könnt jetzt mehr als ein Haustier haben. Mehr als ein Haustier. Ihr könnt beispielsweise eine Katze und einen Hund haben. Die NPCs, also Shane, Sebastian und so weiter und so fort. Sie haben jetzt Winteroutfits. Ich weiß, Wahnsinn. Manche Mods braucht man dafür gar nicht mehr. Oh. Und generell, es ist so viel, Leute. Es ist so viel. Ich würde euch das alles so vorstellen wollen. Aber generell möchte ich eigentlich euch wirklich nur ans Herz legen, probiert Stardew Valley bitte endlich aus, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder holt es euch jetzt. Holt es euch jetzt und macht es einfach nochmal, versucht nochmal eure Farm nochmal zum Aufleben zu bringen, denn Stardew Valley macht super viel Spaß und lasst euch bitte nicht von dieser Pixel-Optik abschrecken, denn dahinter ist so ein vielschichtiges Spiel, das meiner Meinung nach bisher noch nicht wirklich getoppt wurde. Also wenn ich Fae Farm und alle anderen Konsorten anschaue, die es so gibt, Coral Island, finde ich, ist von der Substanz her auf dem richtigen Weg, der beste Stardew Valley Konkurrent oder ja, Nachfolger zu sein, wie auch immer man das sagen möchte. Aber ich finde, Stardew Valley ist bis dato das beste Farming Sim Spiel, das es bisher auf dem Markt gibt. Alleine auch aufgrund der Charaktere, weil es einfach ein bisschen erwachsener ist als alles andere, was ich bisher so
gespielt habe. Wenn ihr andere Vorschläge habt, beziehungsweise wenn ihr das anders seht, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Aber ich dachte mir, ihr sollt das nicht nur von mir hören, denn ich liebe Stardew Valley. Ich habe das schon sehr, sehr oft gesagt, dass wenn ihr Sims mögt, probiert doch mal Stardew Valley aus. Aber ich denke, ihr solltet das vielleicht auch nochmal hören von jemandem, der Stardew Valley bisher noch nicht wirklich gespielt hat und mit mir im Multiplayer gerade aktiv ist und seine Meinung hören. Ich soll mich kurz vorstellen, also Alan, mein Name, ich bin ihr Freund. Man sieht mich nicht. Man sieht dich nicht. Aber die haben dich ja vorher gesehen, das ist okay, das passt schon. Und ich spiele tatsächlich zum ersten Mal das Spiel so richtig intensiv, würde ich fast behaupten. Auch wenn ich zu 90% bloß in der Mine rumhänge und Sandra alles andere regelt. Aber das passt schon. Es macht Spaß. Ich würde es wahrscheinlich nicht unbedingt alleine spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber man kann 20.000 Sachen irgendwie machen, ne? Über Mine, über Farming, über irgendwelche komischen Wesen sammeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin noch nicht 100%ig im Game drin, aber das, was ich erlebt habe, ist auf jeden Fall ziemlich spaßig, gerade wenn man es mit mehreren Leuten irgendwie spielt. Und ich freue mich auf das, was da noch so kommt. Also dementsprechend spielt das Spiel. Herr, guck noch mal. Keep it simple, was denn? Er wurde nicht dafür bezahlt für diese Aussage. Ich würde sagen, wenn das mein Multiplayer-Partner quasi sagt, dann ist das auch so. Also, ich hoffe, dass euch das noch ein bisschen geholfen hat. Generell auch noch ein paar Einblicke in Stardew Valley habe ich versucht zu geben noch, um euch zu überzeugen. Spielt Stardew Valley oder probiert es endlich aus. Wie auch immer, leider muss ich dazu sagen, das Update 1.6 gibt es bisher nur für den PC. Konsolen werden nachgeliefert, das Update, aber man weiß noch nicht ganz genau, wann es kommt. Es kann halt ein bisschen dauern, denn Stardew Valley ist nur von einem Entwickler. Das ist das Problem. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, natürlich die PC-Variante jetzt erstmal zu spielen und zu nutzen und ansonsten erstmal abzuwarten, bis die Konsolen-Variante bzw. das Update da kommt. Aber Leute, wenn ihr Stardew Valley noch nicht gespielt habt, es ist Zeit. Höchste Zeit! Ja, ich hoffe, euch hat diese Empfehlung gefallen. Ich meine, es ist ja Ostern und ihr habt ein bisschen Zeit. Ich würde mal sagen, Stardew Valley Zeit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Und sagt mir gerne, welche Spiele ich noch so ein bisschen ausprobieren soll. Vielleicht auch ein Multiplayer-Koop-Spiel. Denn jetzt habe ich vielleicht eine Person, die ich dann immer mal wieder vor die Kamera zerren kann und eine zweite Meinung zu holen kann, die vielleicht ein bisschen unkritischer ist als meine. Who knows, who knows? Also vielen Dank und bis zum nächsten Video. Bis dann. Reicht dir das? Ja, ich glaube, das... besser wird es also, besser wird's nicht mehr. Besser wird's nicht mehr. Du hast alles gegeben. Dankeschön für diese Unterstützung. Ich bin neu, ich kann das noch nicht so.